geehrte Damen und Herren, jetzt wird es noch einmal richtig spannend hier auf der roten Couch auf der Hannover Messe 2011. Mir gegenüber sitzt Herr Dr. Uwe Motzek von der SGL Carbon Group Business Unit Process Technology. Herr Dr. Motzek, ich möchte Sie gerne mit 5 Thesen zum Thema Zukunftswerkstoff Carbon konfrontieren. Ich bitte Sie um Ihre kurze Einschätzung, richtig oder falsch, gefolgt von einer sehr, sehr kurzen Begründung. Okay. These 1. In einer typischen Hochtemperaturanwendung droht letztendlich doch immer Gefahr, wenn Carbon, also schlichtweg Kohlenstoff und Sauerstoff oder Wasserdampf zusammenkommen. Ist richtig. Deshalb muss Sorge getragen werden, dass kein Sauerstoff und kein Wasser oder Wasserdampf in den Anlagen sind. Was man erreichen kann, beispielsweise durch Vakuum, durch Schutzgase oder durch Ausschluss von Sauerstoff über Packmassen. These 2. Mag sein, dass sich bestimmte Anwendungen und Prozesse mit Graphitwerkstoffen nachhaltig gestalten lassen, aber der Werkstoff an sich ist doch alles andere als nachhaltig. Eher falsch. Ich sag mal, die Herstellung von Graphitprodukten, Carbonprodukten ist ohne Zweifel energieaufwendig. Ist hoch energieaufwendig. Wir haben aber gleichzeitig die Produkte, die daraus entstehen, wie beispielsweise Wärmeaustauscher oder Thermobatterien, haben einen positiven Einfluss auf die Energiebilanz von chemischen Prozessen. Diese Produkte sind teilweise sehr, sehr lange im Einsatz, über 10 Jahre. Das heißt, die Energieeinsparung, die man hier während der Produktlebenszeit hat, kompensiert die Produktionsenergie bei weitem. Ne? Also deshalb eher falsch. Für die These 3 gebe ich Ihnen jetzt tatsächlich nur einen Satz. These 3, Anwendungen im Pharmasektor werden sich niemals durchsetzen, denn eine Kontamination von Wirkstoffen durch Kohlenstoff darf nicht sein. Falsch. Hier gibt es Konzepte auf Basis SIC, Keramik, und die sind eingeführt in der Pharma und erfolgreich eingeführt. These 4, Carbon für den Hausgebrauch, etwa für Heizanlagen, das kommt doch viel zu teuer. Falsch, das gleiche Prinzip. Man hat eventuell einen höheren Preis für die Heizanlage, aber über die gesamte Produktlebenszeit von 10 Jahren und länger Energieeinsparung. Das heißt, die Energiebilanz ist überall die gesamte Produktlebenszeit gesehen positiv. These 5. Carbon wird viele andere Materialien, die heute in den Feldern Mobilität und Sport eingesetzt werden, über kurz oder lang weitgehend verdrängen. Richtig, also immer dann, wenn Eigenschaften nachgefragt werden, die stark auf dem Carbonprofil passen, wird Carbon andere Materialien ersetzen. Ich glaube, wir werden hier Erstaunliches sehen im Bereich Automobil und Energie. Sehr geehrte Damen und Herren, das war der Rote Couch Talk zum Thema Zukunftswerkstoff Carbon, live von der Hannover Messe 2011. Lieber Herr Dr. Motzek, herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren. Vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Wir wünschen Ihnen noch eine erfolgreiche Hannover-Messe.